Hi Leute und willkommen zurück zu Rainbow Six. Ja, wir sind immer noch in der Terroristenjagd und in diesem Video werdet ihr 3 weitere Runden sehen. Will auf keinen Fall zu viel verraten, deswegen ja, werde ich gar nichts verraten oder gar nichts dazu sagen, was im Video passiert, ne? Ja, also viel Spaß, eure Lissy. Holst du dir die VR-Brille von Sony? Ich habe gehört, die soll teuer sein, ne? Ja, um die 400 Euro jetzt hier, diese andere Brille, da wurde der Preis bekannt gegeben. Oculus Rift oder so. Kann es sein? Die soll 700 Euro kosten, ne? Oder 700 Dollar, ne? Das wurde irgendwie gestern oder so angekündigt. Lass mich raten. Und du holst dir eine? Also ich hole mir auf jeden Fall keine Oculus Rift, ne? Also wenn dann hier die VR-Brille von Sony, aber die wird ja am Anfang noch so übertrieben teuer sein. 400 Euro, so viel wie eine Konsole. Und das ich bin auch mal gespannt, ob das funktioniert. Ich bin halt keine Beta-Testerin, so war das auch bei der PS4 gewesen. Ich hatte die von Anfang an und ja, war nichts für da, ne? Sozusagen. Ja, ich lass mich überraschen. Also das Ding muss auch irgendwie laufen und ist ja, natürlich... Da wurde ja viel für angekündigt, ne? Auch Until Dawn. Also jetzt die Erweiterung von Until Dawn, die soll ja darauf laufen. Was mich schon mal interessiert, ist ja dann halt, es hieß ja auch, dass wenn du mit der Brille spielst, dann könnte dir schlecht werden. Wäre natürlich scheiße, ja, wenn dir schlecht geändert. Wird, ne? Ah, okay. Also ich habe die jetzt zweimal getestet auf der Gamescom in den letzten 2 Jahren. Mhm. Die wiegt jetzt auch viel weniger als noch vor 2 Jahren. Okay. Die haben die ein bisschen, ja, kleiner gemacht und also die haben da einiges verbessert. Ja, wenigstens etwas. So, was haben wir jetzt hier? Ach, Bomben wieder. Auch wieder Bombe. Ich fahre mal ein bisschen mit meinem... Ja, ich werde auch mal hier mit der Dingen durch die Gegend rumfahren. Ich glaube, das machen Weil alle gerade. Meistens ist es ja so, die Bombe ist ja immer am gleichen Platz. Jein, es gibt ja viele Orte, ne? Oder was meinst du genau? Also ich meine, also in der, wenn du je nachdem welches Level du spielst, ist die Bombe immer am gleichen Platz. Also im Multiplayer ist es anders, aber hier. Okay. Ja, das könnte sein, ne? So, hier habe ich noch ein Mannequin. Ich denke mal im Keller, also hier oben habe ich jetzt nichts. Ich habe jetzt hier auch nichts gefunden. Ich drücke hier Dreieck, wieso kann ich hier keinen markieren? Egal. So, ich wollte jetzt ja auch einen markieren, aber irgendwie der wurde, glaube ich, schon zigtausend Mal markiert. Also hier oben, obwohl, da wäre eine Tür, warte mal. Ich gucke mal gerade. Okay, hier oben ist die Bombe, also eine. Hast du eine Bombe gefunden? Bombe B, ja. Also ich denke mal, die andere ist ganz unten im Keller, oder? Wenn es hier einen Keller gibt. Ja, ich fahre hier gerade mal ein bisschen durch die Gegend. Das ist, ich habe bis jetzt noch nichts gefunden. Ich finde auch keine Gegner mehr. Hier. Er war viel C4. Da habe ich noch einen Gegner gefunden. Aber irgendwie kriege ich keine Punkte mehr. Ich finde das nicht gut. So, wenn der eine jetzt hier um die Ecke geht, ihr seid ja alle schon im Haus drin. Schön. Nee, ich fahre hier noch rum mit der Kamera. Ja, aber der eine ist im Haus. So. Ich wollte eigentlich noch die andere Bombe suchen, aber irgendwie ist hier keine, ne? Ja, ich sehe dich. Da bist du. Ich weiß gar nicht, hat das Ding denn überhaupt einen Keller? Gute Frage. Weil... Wo hast du die Bombe gefunden? Oben, ne? Sag's oben ja. War die Bombe, ja. Ja, komm. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt da nur rumfahren. Ja. So, wo sind die denn? Ah, okay, Bombe ist da. Und den Entschärfer platzieren. Oh. Die andere Bombe wurde auch gefunden. Ah, okay. Oben ist die. Ja, ich schlitter mal kurz hoch. Hier ist zu. Ja, kann man natürlich auch machen. Ich laufe aber ganz altmodisch durchs Haus. So, einmal abseilen. Boah, ich bin schon da. Okay, einen habe ich. Ich kann die Gegner blenden. Okay, ein Schärfer ist da. Ich gucke auf die eine Türe. So. Wo guckst du hin? Ja, wie soll ich das sagen? Ja, ich gucke, ich passe hier auf der linken Seite auf. Da hinten liegt einer. Ich würde ihn da gerne retten. Ich versuche ihn zu retten. Warte, Mann. Ich helfe dir. So, okay. Ich hab einen Erfolg bekommen. Waffenbrüder.
Halt, ich werde beschossen. Okay, jetzt platt. 15 Sekunden. So. Sieht ja auch gar nichts, ne? Nee, ich mag die Karte auch nicht so. Gerade wegen dieser Sicht. Bombe in 5 Sekunden, ja. Ja, aber okay, was willst du machen? Ich bin mal gespannt, wann wir neue Karten kriegen. Neue Karten? Und diese oder? Ich meine, die Karten waren kostenlos, kann das sein? Und die Operator haben Geld gekostet, oder wie war das jetzt so mit dem ich meine auch. Mit dem Season Pass? Ja, okay, es gibt einen Season Pass, ne, klar. Kennst du das ja? Also aber das sind ja die Operator bei, ne, die man bekommt. Und die Karten müssten doch dann frei für alle sein, ne? Oder ich wie? Glaube ja, aber. Entschärfer platziert. So sicher, ganz ehrlich, sicher bin ich mir da nicht. Mhm. So, guck mal, jetzt sind wir direkt schon bei der zweiten Bombe. Ja. Bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ja, das dürfte normal. Ja, ich bin aber an einem Punkt, wo ich denke, oh wei. Ich habe noch 100% Leben. Weil irgendwie. Ja, ich habe auch noch gut, aber. Ätzend ist das. Ui, ich wurde getailt, oder was ist jetzt hier passiert? Ja, ich hab keine Gegner. Also, ganz viele Gegner. Ich bin einer ist rein, einer ist durch. Hab ich. Mhm. Oh, ich bin gleich tot. Sieht ja auch so gut. Verdammt. Oh, wir haben es geschafft. Oh, war so gerade noch. Mission erfolgreich. Wir waren nur zu dritt, okay. Ja, ist der andere abgehauen. Der eine war platt. Also einer ist gestorben. Mhm. Hab das gar nicht mitbekommen. Naja, Erfolg. Ich will jetzt hier mal irgendwas verteidigen, ne? Ich habe ja diesen Operator mit dem MG. Ja, guck mal, letzter. Ja. Naja, gucken wir mal. Obwohl, lass uns mal. Na, zurückgehen oder hier bleiben? Ja, komm, bleib mal hier, die haben Dings an. Hast du, genau, okay. Hast du einen Booster an? Nee. Gut, aber. Aber irgendwie haben wir jetzt alle einen, ne? 10%, ja. Der eine hat irgendwie 50%. Da hat irgendjemand einen angemacht. Oh, wen nehme ich denn? Ich nehme den hier. Wow. Juhu, Operator, Peng Peng. Was? Operator, Peng Peng. Ah, okay. Mit dem MG. Ich würde sagen. Wo gehen wir hin? Ja, wieso wohin gehen? Wir müssen ganz Geisel unten verteidigen. Ja, ich konnte das auswählen, wo wir die Geisel verteidigen. Ach, ich enthalte mich immer. Ich lasse mich überraschen. So. Ah, den habe ich auch, den Kessel, ja? Ja, mit dem kannst du ja schön, mit dem kannst du ja schön ein paar Wände ziehen. Der Doc ist eigentlich auch nicht schlecht, nur halt die P90, die fand ich ein bisschen scheiße mit dem Visier oben drauf. Bereich verstärken. Der Feind formiert sich. So, machen wir erstmal hier die Wände. So, wo willst du denn eine haben? Du haust da einfach eine rein, okay. Ja, erstmal hier überall so. Wo ja, warte, mach ich, ne? Dann mach ich mit. Kann man hier noch was hinsetzen? So, ja. Ich hab ja noch. Ich werde jetzt danach erstmal mein MG hier. Ich könnte ja hier. Warte mal, die Geisel ist da. Von wo kommen denn die Gegner? Die können ja von hier auch kommen. Dann hau ich mal hier eine starke hin. So. Ich könnte. Ja, wo tue ich das MG hin? Ist die Frage. Wo sitzt die Geisel? Wo ist sie? Hier in der Mitte. Okay. Dann würde ich sagen, ich hau dem erstmal so ein. Ja, wo kommt das? Ich hau dem erstmal so einen Schutz dahin. Mhm. Ob es was bringt, ist eine andere Sache. Die Bedrohung wurde eliminiert. Ja, die
Das ist blöd hier für das MG. Wo soll ich das hinpacken? Ja, der Raum ist halt ziemlich klein, ne? Also, nein. Ja, der ist so eckig und ich würde das MG einfach irgendwo in die Mitte setzen, aber. So. Ich pack's jetzt einfach hier hin. Ja, läuft. Ja, ich kann jetzt eigentlich nur vorne verteidigen. Nee, ist kein Ding. Dann, ich kann dir auch eine Wand dahin ziehen, wenn du willst. Ah, nee, ich hätte gerne ein paar Gegner. Gut, dann. Hallo. Was schießt du auf mich, du Penner? Ja, wetten, die kommen jetzt von ganz woanders. Ne? Bist du nervös? Geradeaus, geradeaus bei dir. So, hab einen. Den nächsten. Wieder einen. Ja, ich bin neben dir, ne? Also. Falls du dich mal drehen solltest, ich bin's. So, soll ich mal ein bisschen mit der Kamera rumspielen? Ich könnte mal ein bisschen mit der Kamera spielen. Ja, wir haben noch zwei Gegner, ne? Ja, ich guck mal, wo die sind. Kommen auch von selbst, ne? So. Nein, das war der falsche Knopf. Ja gut, da muss er ja bei uns in der Nähe schon sein. Feindkämpfer wurden neutralisiert. Ach, hier. Der Feind formiert sich neu, ist bereits sicher. Ey, das ist mein MG. Hammer, Kollege. Da musst du ihn töten. Ja. Warte mal, ich knall dir mal hier was hin. Bam. Ja, und wie kommen dann die Gegner rein? Gar nicht. Feindlicher Angriff. Die Geisel absichern. Ja. Ach man, hier ist gar nichts los. Was soll das? Ne, hier hinten geht's ab. Mhm. So. Jo, wieder getroffen. Ey, manchmal habe ich das Gefühl, der Typ, der. Alter. So, noch eine Welle. Jo. Ist hier Munition klauen hier. Feindlicher Angriff. Kampfbereit machen. Ja. Ich guck mal ein bisschen nach. Mhm. Ja, von hier kommen wieder keine. Wo sind sie denn? Von der Seite. Ja, die kommen. Zeig mal ein bisschen was markiert. Ah, hier. Oh. Verdammt. Kommt okay, bei uns hier. Rechts. Ja, da komme ich nicht dran. Ja, ich bin ja. Eliminiert. Haben wir gewonnen, ja. Ja, haben wir. Siegreich, alle Gegner eliminiert. Juhu. Was hast denn du gemacht die ganze Zeit? Wie, was habe ich gemacht? Null Kills, hä? Wie null Kills? Der stand da bei dir. Echt?
Ja, guck da mal. Da wird dir jetzt angezeigt, echt? Oder? Da, ja. So eine Null, oder? Geil. Ja. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe die Leute markiert. Super. Was habe ich hier gemacht? Ich war der wichtigste Mann. Mhm. Ich würde sagen, wir bleiben noch eine Runde hier, ne? Ja, würde ich auch sagen. Und dann entscheiden das wir. Das ist ja gerade so einfach. Ich könnte okay, mir. Es ist auch nur auf normal. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also wir könnten gleich echt mal auf schwer umsteigen. Und ja, oder wir gehen in den Multiplayer. Mal, ich könnte mir gleich mal auch einen Operator kaufen, weil ich habe 2300. Ja. Oder wir gehen danach in den Multiplayer. Ist mir egal. Können wir gucken. Mhm. Geisel beschützen. Ah. So, ich würde sagen, ich nehme wieder den selben Operator. Naja, ich auch. Waffenlager. Ja, gehen wir ganz unten rein. Okay. Dili. Ja, du holst ja die Resident Evil Collection, oder? Weiß ich nicht. Einzeln, oder? Weiß ich nicht, weil ich habe ja schon das den ersten Teil, ne? Teil. Mhm. Wofür soll ich dann jetzt nochmal? Ja, keine ne? Ahnung. Also, ich mag zwar. Kann Resident man ja auch einzeln Evil. Kaufen, ne? Für ja. 19 Euro oder wie viel war das nochmal? Irgendwie Ahnung. So, ne? Jetzt kriegst du ja auch Life is Strange. Jetzt kriegst du ja jetzt auch auf auch CD. Auch auf CD, ja. Naja, mit deutschem Untertitel. Nee, ich wollte mir das andere holen hier. Legend of Kay. Das mit der Katze oder mit dem Tiger. Da von früher, dieses Remastered. Die das gibt es ja auch auf CD. Ja, mit diesem gelben, was heißt gelben Tiger? Mit dieser gelb-roten Katze da. Sagt mir nichts. Warte mal, wo kommt das MG hin? Ich würde sagen, hier, wo ich stehe. Da kannst du hier schön auf die Treppe. Kannst du die alle von der Treppe wegknallen? Ja, doch. Warte, geh mal bitte weg, damit ich es hier. Aber immer doch. Den packen kann. Ja, also das. Feine haben die ganze bekommen. Ja, ja. Alle Töte. Ich bin dabei. Scheiße, die kommen durch die Decke. So, das kann nur. Ich kann nach hier wenden und ich kann nach da wenden, ja. So, ich mach mal hier. Schubs mal hin. Mhm. Schild bereit! Ja. Ja, von oben, ne? Ja, ist doch kein Problem. Mhm. Ich bleib mal hier sitzen. Feindlicher ja. Angriff. Kampfbereit. Ja, das sieht nämlich so aus, dass die wieder durch die Decke kommen. Ich lade nach. Feuerschuss. Wo? Ich glaube bei den anderen da hinten. Okay. Im anderen Raum. Hier kommt irgendwie keiner rein. Ich glaube, der macht die da alle irgendwie alleine. Ja, kann er. Hm. Ja, wo sind sie denn? Es kommt nichts. Nee. Ich könnte ja mal wieder gucken. Mhm. Da. Oh. Bei dir? Ja, da war gerade einer vor der Tür, aber der andere hat den abgeknallt. Ah, da hinten. Nee. Kameramäßig. Die Kämpfer sind eliminiert. Der war da hinten an der kleinen Tür. Okay. Der Feind vor mir ist neu. Die Geisel sichern.
Kommt, kommt. Ich warte auf das andere Resident Evil. Das den Multiplayer hat, das neue. Was ist denn bei dir das andere Resident Evil? Ja, das wurde vor ein paar Monaten, gab es einen Trailer dazu. Resident Evil, Raccoon, irgendwas. Nicht Raccoon City, irgendwas anderes. So in der Art hieß es. Es hat halt einen Multiplayer, ne? Du kannst ja auch selber irgendwie gegen Zombie-Horden kämpfen. Okay. Oder auch als Zombie. Ich hab also. Ja, aber das hatten wir doch alle schon mal gehabt. Ja, klar. Ist ja nichts Neues, aber ja. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie das hieß. Hat auf jeden Fall einen neuen Titel. Okay. Ja, weil. Auch Multiplayer irgendwie frei für alle, einfach alle gegen alle oder TDM. Boah. Zombie-Horden überleben gibt es da. Ja. Okay. Ja, aber das gab's alles schon in Resident Evil 5. Ja, hinter dir! Was? So, hab den! Da war einer, noch einer! Ab! Ja, klar, ist ja nichts Neues, ne? Wird aber ja, irgendwie klar. Neu verkauft. Ne? Traurig. Ja. Aber okay. Ich brauche mal Munition. Wenn ich sie denn mal bekomme. Hm. Du hast mich gerade weggeschubst. Ernsthaft? Jo. So. Feindlicher Angriff. Ich gehe wieder in meine Ecke. Mhm. Oh, Decke wieder. Was? Hab ich. Okay, ich hatte gerade. Oh, noch einer, noch einer. Haller, Mann. Super. Oh, oh, danke. Oh. Musste gerade nachladen. Ein Astronaut. Die Feindkämpfer. Ein Astronaut. So, letzte. Oh. Gegner ja. Eliminiert. Ist einfach. Zu einfach, ne? Zu einfach. Ich bin für schwer. Nee, ich bin für Multiplayer. Ich weiß, dass wir da total ablosen werden, aber das ist mir egal. Egal, dann würde ich sagen, wir machen eine kleine Pause. Jupp. Jupp.